war vielleicht einer der ersten Skispringer, die dort verewigt wurden. Der Skispringer musste es ein bisschen anders machen. Und an den Telemark habe ich ja jahrelang herumgebastelt, bis man den endlich gekonnt hat. Dann haben wir ihn verewigt, ja. Mittlerweile dürfte er trocken sein. In der Marieferstraße weiß ich noch ganz genau, wie ich in Beton eingefahren bin mit den Händen und mit den Füßen. Ja. Aber bezeichnet man sich, glaube ich, nie als Legende, was das anbelangt. Sondern war eine geile Zeit, war eine geile Karriere, war eine erfolgreiche Karriere. Habe eigentlich mehr erreicht, als ich mir je vorgestellt habe. Und bin sehr, sehr stolz natürlich drauf. Ja. Man muss was ausstrahlen, man muss was darstellen, man muss auch was zu sagen haben und man muss die Jugend inspirieren, dass sie einen Sport machen können, dass die Jugend auf einen aufschaut. Und wenn das passiert, dann ist man eine Legende. Man ist ja nicht nur der Athlet, der in dem Moment weiß, dass er gut genug ist und an der Weltspitze, sondern man ist das Kind auch noch in sich, das alle diese Athleten bewundert hat und nie geglaubt hat, dass man dorthin kommt, den Traum vielleicht gehabt hat, das einmal zu werden. Und in dem Moment verdichtet sich das und man merkt jetzt, ja, es war schon ein großer Traum, der mich ein Leben lang, der mir auch Energie gegeben hat, so etwas zu erreichen. Ja. Es läuft nicht immer nur bergauf, sondern irgendwann bist du mal irgendwo im Eck, wo einfach nichts mehr funktioniert. Und da musst du dann einfach wieder andere Dinge suchen, um halt nachher wieder herauszukommen aus dem Tal sozusagen. Ja, irgendwann stehst du wieder ganz oben. Ja, das hebt eigentlich das Leistungsprinzip, das den Sportler auszeichnet, eindeutig heraus, weil für jemanden, der eine Einschränkung hat, eine körperliche oder eine geistige Beeinträchtigung, und wenn der eine Leistung bringt, die auch nicht ganz so groß ist wie die eines Nichtbehinderten, dann ist es vom Leistungsprinzip her ist es ebenso wertvoll, weil er eine schwerere Ausgangsposition gehabt hat. Und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft brauchen können, damit umgehen zu lernen, ist etwas Wichtiges, glaube ich. Und die Behinderten sind uns ein wunderbares Beispiel dafür, die Sportler, die eben diese Handicaps haben, wie man großartig und vorausblickend und mit Mut damit umgehen kann. Das ist ja das, was ich mache mit der Franz-Klammer-Stiftung. Wir tun verunglückte Sportler unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die auch ein bisschen finanzielle Unterstützung haben, dass die auch optimal trainieren können. Ja, erstens einmal den Sport ausüben eben mit viel Freude. Dann natürlich große Ziele zu haben. Alles tun halt einfach, was nicht notwendig ist, um halt einfach dorthin zu kommen. Ja, und nie aufgeben. Ja, ich wünsche mir mal, dass ich die richtige Sportart gefunden habe, die passt. Es ist auch ganz entscheidend, und dann sich das Umfeld anzuschauen, die Trainer und alles und das System, das da drinnen ist. Da kann man sicher sagen, in Verbänden wie im Österreichischen Skiverband oder so, und da gibt es viele mittlerweile, oder das Klettern oder was es so alles gibt, ist man gut aufgehoben. Da gibt es wirklich gut ausgebildete, verantwortungsvolle Leute. Das ist sehr wichtig. Dann auch coachbar zu bleiben und die Begeisterung nicht zu verlieren. Mehr trainieren wie die anderen. Und ein bisschen was riskieren.